Herzlich willkommen zu einer neuen Spielerklärung. Ja, diesmal habe ich Kalisto für euch. Habe ich auch schon länger angekündigt. Ja, Kalisto ist ein Plättchenlegespiel und das ist erschienen von Flatout Games beim AEG Verlag und neuerdings gibt es es auch auf Deutsch vom Ravensburger Verlag. Ja, Autor ist Kevin Russ und wie ich schon eingangs erwähnt habe, ein Plättchenlegespiel. Das heißt, man versucht vom Thema her, ihr seht ja natürlich, hier ist dann ein niedliches Kätzchen drauf. Und das Thema sagt einfach, ja, ihr puzzelt euch ein paar Decken zusammen und jede Katze hat eine Vorliebe von Decken und die werden sich dann da drauflegen und euch Punkte geben. Das wäre das Thema. Dahinter verbirgt sich ein wirklich extrem knobellastiges Spiel, ja, also auch wenn das Cover jetzt täuschen mag, dass es ein sehr niedliches Game wäre. Also es sieht natürlich wunderbar aus, aber ist wirklich ein sehr, sehr anspruchsvolles Plättchen-Lege-Knobelspiel. Ja, wie das funktioniert, zeige ich euch natürlich jetzt auf dem Spieltisch und im Anschluss gibt es natürlich auch noch extra das Fazit zu diesem wunderschönen Spiel. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal am Tisch an. Bis gleich. Ja, da seht ihr auch schon den Spielaufbau. Ihr seht hier natürlich das Spielbrett für einen Spieler. Der Spielaufbau unterscheidet sich eigentlich im Wesentlichen gar nicht von der Spieleranzahl, ja, das ist natürlich schon sehr gut. Und ich erkläre euch natürlich, wie sich der Spielaufbau zusammensetzt. Ja, wir haben in dieser Box fünf Kätzchen, die vorne und hinten bedruckt sind. Und da gibt es auch verschiedene Stufen. Und ihr wählt jeweils von einer Stufe eine Katze, 1, 2 und 3. Das sieht man hier in den Punkten. Ja, und das macht ihr dann entweder zufällig oder nach Belieben, diese Katzen geben euch dann sozusagen eure Spielweisen vor. Ja, dann sucht ihr die dazugehörigen Katzenblättchen natürlich aus. Ja, wir haben hier sehr viele schöne Katzenblättchen, Tokens und legt sie zu den zugehörigen Kätzchen. Ja, dann bekommt jede Katze eine Vorliebe für Decken. Ja, das seht ihr jetzt an diesen verschiedenen Musterblättchen. Da haben wir sechs Stück davon. Die zieht ihr auch zufällig und teilt sie den Katzen zu. Ja, dann bleiben noch hier diese Knöpfe, also diese Knopftokens, die seht ihr dann hier drüben. Also Knöpfe in unterschiedlicher Form. Für jeden Spieler gibt es jeweils für jede Farbe einen Knopf. Ja, das heißt, man kann nicht zwei Knöpfe einer Farbe besitzen. Und hier so eine Art ja, Ablagebereichszähler, der natürlich euch sagt, okay, so ein Knopf bringt euch drei Siegpunkte. Ja, wie geht's weiter? Der Spielaufbau für den Spieler selber gestaltet sich aus dem Spielbrett. Na, das muss noch weg von der letzten Partie. Und jeder Spieler bekommt ein Set von sechs verschiedenen Wertungsblättchen. Das könnt ihr dann selber ausmachen. Entweder ihr bekommt vier zufällige und legt drei davon in euren Spielplan. Wir bevorzugen eigentlich immer drei ziehen, einlegen, fertig. So, wenn ihr das so macht, ja, ihr könnt das zum Beispiel so machen, ihr nehmt einfach drei Stück, legt sie hin, deckt sie auf. So, diese Blättchen geben euch dann sozusagen auch wieder die Spielweise vor, wie ihr zu puzzeln habt. Ja, dann haben wir noch eine allgemeine Auslage. Ja, das ist ein Blättchen-Draft-Spiel sozusagen und es liegen zu jeder Zeit immer drei dieser Deckenblättchen hier aus. Und dann kann das Spiel auch schon beginnen. Ja, der Zug ist wirklich denkbar einfach. Was macht man denn? Man hat zwei Blättchen in der Hand. Ja, man zieht, also gehört noch zum Spielaufbau. Jeder Spieler bekommt zwei Blättchen in die Hand, zwei Deckenblättchen. Und wenn ihr an der Reihe seid, besteht euer Zug darin, ihr müsst ein Blättchen in euer Tableau einbauen. Ihr seid da völlig frei, habt da keine Vorgaben, müsst euch da an keine Regeln halten. Ihr könnt es einfach nach Belieben einbauen. Und wenn ihr ein Blättchen eingebaut habt, zum Beispiel so, dann müsst ihr ein Blättchen aus der Auslage nehmen auf die Hand, verdeckt natürlich, und zieht ein neues Blättchen aus dem Beutel. Ja, wir haben hier sehr, sehr viele Beutel, sehr, sehr viele Blättchen, nicht Beutel. Und ihr könnt das natürlich nach Belieben machen, wenn ihr nicht wollt, dass sich die Blättchen hier in dem Beutel mit der Zeit abnutzen, dann macht einfach verdeckte Stacks. Ja, ihr zieht einen und legt ihn aus. Der nächste Spieler ist an der Reihe. Was macht er? Baut ein Blättchen ein, nimmt sich ein Blättchen und zieht ein
Neues. Das ist der ganze Spielablauf. Das geht so lange, bis jeder sein Tableau vollgepuzzelt hat und dann wird die Schlusswertung durchgeführt. So, und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Was will man denn in diesem Spiel erreichen? Ja, zum einen will man hier diese Wertungsblättchen möglichst optimal bepuzzeln und zum anderen will man die Kätzchen natürlich ja, befriedigen oder beziehungsweise ihre Bedürfnisse decken oder ihnen schöne Deckchen bauen vom Thema her. Ich würde sagen, wir beginnen erst mit den Wertungsblättchen. Ihr seht ja diese verschiedenen Formen und Farben dieser Decken. Ja, wir haben hier Punkte. Ich hole da mal ein paar aus dem Bag hier. Ihr seht ja, wir haben Fahne, wir haben kleine Sternchenblumen, wir haben ja, Pünktchen, andere Muster, Streifen und so weiter. Und diese Blättchen geben euch am Spielende Punkte. Ich zeige euch das mal von der Nähe. Und zwar sehen wir hier AA, BB, C, D und eine blaue 5, eine orange 7. Das bedeutet, wenn ihr das Blättchen, sage ich mal, halb optimal bepuzzelt, ja, erfüllt nur einen Teil des Blättchens, bekommt ihr 5 Punkte. Könnt ihr das ganze Blättchen erfüllen, bekommt ihr 7 Punkte. Wie macht man das? Wenn hier zum Beispiel AA steht, dann heißt das zwei gleiche Blättchen in Form oder Farbe. Ja, BB, das wäre dann wieder ein Pärchen. CD wären dann zwei einzelne Blättchen. Ja, jetzt zeige ich euch das mal, um das Ganze auch zu verstehen. Man kann so ein Blättchen eben 5 Punkte machen, wenn man zum Beispiel zwei Farbenpärchen anlegt. Ja, in diesem Fall würde das so aussehen. Zwei Farbenpärchen und dann noch dazu ein blaues und ein dunkelviolettes oder ein violettes. Dann wäre dieses Blättchen jetzt am Spielende 5 Punkte wert. Ja. Die andere Möglichkeit ist, ihr geht nach Muster und nicht nach Farben. Das heißt, wir hätten hier ein Musterpärchen, dann hätten wir hier Streifen, die müssen übrigens auch nicht benachbart sein, die müssen nur an dem Blättchen sich befinden. Ja, das heißt, ihr könnt kreisrum die Blättchen anlegen, sie müssen sich aber auf dem Blättchen befinden, ganz wichtig. Da muss ich jetzt aus dem Beutel ein paar Blättchen holen für das Beispiel natürlich. So, da haben wir noch einen Farn und dann nehmen wir dieses Muster. So, das wäre jetzt nach Form auch 5 Punkte wert. Ja, ich habe die Farben nicht getroffen, aber die Form sehr wohl. Ihr seht hier zweimal Punktepärchen, zwei also Blättchen, zwei Farbenblättchen, das wären schon zwei Pärchen und zwei einzelne 5 Punkte. So, und wenn ich es geschafft habe im Spielende, das Ganze noch so zu machen, dass die Farben zu den Formen auch passen würden, das heißt, ich habe zwei Farbenpärchen und zwei einzelne Farben und zwei verschiedene Deckenmusterpärchen und zwei einzelne Deckenmuster, wäre dieses Blättchen am Spielende 7 Siegpunkte wert. Ja, jetzt seht ihr, das ist natürlich ein sehr cooles Puzzlesystem. Man versucht ja auch diese Blättchen hier zu bedienen, ja, oder auch dieses Blättchen hier drüben. Und das beeinflusst euch dann natürlich, ja, weil hier steht zum Beispiel, ihr müsst nur ungleiche Blättchen anlegen, ja, in Formen und Farben. Das heißt, entweder sechs verschiedene Farben oder sechs verschiedene Muster oder natürlich beides, ja, ist auch möglich. Aber hier zum Beispiel zwei Dreierpärchen, dreimal AA, dreimal BB. Und wenn man das jetzt bepuzzelt, muss man wirklich sehr, sehr gut überlegen und sich da eine kleine Strategie zurecht machen. Man braucht da ein bisschen Glück, man zockt da auch ein wenig, das ist ein sehr cooler Effekt. Und natürlich, wenn man hier schon bepuzzelt, dann ist man da schon gezwungen, ah, jetzt habe ich da einen rosa Punkt, ja. Dann schaue ich oder muss ich schon hier drei Punkte anlegen oder drei rosa Blättchen anlegen, um dieses Blättchen dann auch nützen zu können am Spielende. Das ist schon mal sehr geil. Ja, so funktioniert jetzt im Prinzip das Spiel auf dem Tableau mit den Wertungsblättchen. Da gibt es ja noch viel mehr, was euch dann das Kopfzerbrechen bereiten wird. Dazu sagen muss man noch, diese Farben am Rand zählen auch schon als Plättchen dazu für diverse Boni, die ich euch jetzt dann beschreiben werde. Ja, wir haben jetzt gelernt, wie man diese Bonusplättchen bedient. Jetzt kommen wir zu den
Katzen. Ja, die Katzen haben auch verschiedene Vorlieben. Und jetzt kommt wirklich das, was euch dann wahrscheinlich das Hirn zerbrechen wird. Und zwar Katze Millie zum Beispiel. Sie mag gerne diese Decken und diese Decken. Die Farbe ist ihr egal, sie will nur das richtige Muster haben. Und hier steht 3 plus. Ja, das heißt, ihr solltet, Decken bestehen ja natürlich aus einer Komponente, ja, und sie verlangt, ihr sollt 3 zusammenhängende Plättchen dieses Musters auf dem Spielbrett haben, dann dürft ihr eine Millie drauflegen. Ja. Im Endeffekt würde das Ganze dann so aussehen. Wir puzzeln das Ganze jetzt mal wieder raus. So. Und wir legen jetzt eine Decke für Millie rein. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier anlegen. Dann hätte ich schon 1, 2 und noch ein drittes. Jetzt haben wir 3. Dann nehme ich mir die Katze Millie und lege sie auf diese Stelle. Das heißt jetzt, diese 3 sind für Millie reserviert. Ja, das muss man sich dann merken, ist aber überhaupt kein Problem. Denn man kann diese 3 Plättchen nicht mehr für eine andere Millie-Katze verwenden. Ja, würde ich jetzt zum Beispiel, schauen wir mal, ob ich da noch das Plättchen habe. Sonst müssen wir uns eines suchen. So, würde ich jetzt zum Beispiel hier nochmal 3 anlegen. Dann, okay, ich hätte wieder 3. Würde mir wieder eine Willi holen, das geht nicht, da weil diese 3 für sie reserviert sind. Das heißt, ich müsste mindestens hier noch eine dritte anlegen. Im Endeffekt könnte ich natürlich das Ganze dann so machen, ja, und würde auch wieder eine Millie bekommen, da das Eck hier natürlich auch dazu zählt. So, so funktioniert das generell mit den Katzen. Und jetzt seht ihr schon, Millie, er ist ja nicht so wählerisch, braucht nur 3 Plättchen aneinander liegend. Aber seht euch mal hier Almond an. Almond will eine gewisse Form aus gleichen Plättchen besitzen. Ja, das heißt, ihr gibt euch am Spielende 9 Siegpunkte, beziehungsweise jedes Katzenplättchen gibt euch am Spielende Siegpunkte und 9 Punkte, wenn ihr es schaffen solltet. Schauen wir mal. 1, 2, das geht sich aus. 3, 4, so. Jetzt seht ihr, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 genau in dieser Form. Ja, der Rand zählt ja mit. Jetzt könnte ich Almond nehmen und darauf legen. Und diese 5 Plättchen hier gehören Almond. Das ist seine Decke. Spielende 9 Siegpunkte. Natürlich, solange der Vorrat reicht. Ja, ich könnte jetzt natürlich noch andere Katzen bauen. Im Endeffekt ist das der Fehler jetzt. Es müsste so aussehen. Ganz klar, ich hatte jetzt nur die Plättchen genommen. Aber Almond bevorzugt hier zum Beispiel Punkte. Da mache ich auch so ein Punktefeld. 9 Punkte am Spielende. Ja, hier seht ihr 7 Plättchen plus, das heißt mindestens 7 gleiche aneinandergrenzende Plättchen. Ja, könnte ich jetzt auch machen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann warte ich einfach. 6, 7, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, könnte ich mir einen Gwen nehmen und diese Plättchen jetzt wären 11 Siegpunkte wert am Spielende. Ja, so funktioniert das mit den Katzen. Übrigens, die Katzen, wie am Anfang erwähnt, sind ja beidseitig bedruckt. Ihr könnt euch da selber das Spiel zusammenstellen, wie ihr wollt. Ihr seht auch die Unterschiede hier. Oder Almond zum Beispiel hier 6 plus. Millie bekommt ein Dreierfeld. Oder 7 plus ein Fünferfeld in einer Kette. Ja, das wäre im Endeffekt schon fast das ganze Spiel. Was bleibt euch noch? Und zwar diese Knöpfe hier. Solltet ihr es schaffen, 3 gleiche Farben aneinander zu puzzeln, dann bekommt ihr für diese Farbe einen Knopf. Ja, die Knöpfe sind unabhängig von den Katzen, aber im Endeffekt hätte ich hier zum Beispiel 3 Farben aneinander gepuzzelt, dann nehme ich mir diesen Knopf und lege ihn auf mein Spielbrett. Ja, fortan kann ich keinen weiteren blauen Knopf mehr besitzen. Ja, ich darf jeden nur einmal im Besitz haben. Hier liegen natürlich zu viele Tokens aus, ganz klar. Da passe ich nicht auf. So, wenn ihr dann alle Farben auf euer Brett platziert habt und ihr müsstet noch einen Token nehmen, dann dürft ihr euch stattdessen den Regenbogen-Token nehmen und irgendwo auf dem Spielplan platzieren. Und jedes dieser Plättchen ist auch 3 Siegpunkte wert.
Ja, und das war eigentlich das ganze Spiel. Und ich will euch einfach nur zeigen, das ist wirklich das wirklich Geile an diesem Spiel, diese Überlegungen, die man zu treffen hat. Ab dem ersten Zug ist man voll gefesselt. Man macht so viele Fehler, wenn man nicht aufpasst. Irgendwie ist es so schön, ja, weil ihr wollt ja natürlich diese Blättchen hier bedienen, um Punkte abzugreifen. Gleichzeitig zwingen euch diese Katzen aber auch sehr schöne Punkte auf. Und wenn ihr jetzt hier anfängt, eine Linie zu bauen, müsst ihr auch aufpassen, ob ihr das Blättchen auch möglichst gut bedienen könnt. Boah, das ist so krank, ja, das frisst euer Hirn auf, wenn man sich da voll reindenkt. Mega toll. Mit einfacher Spielmechanik hat man hier wirklich ein extrem geiles Spiel geschaffen, das ich jedem Puzzle-Fan wärmstens empfehlen kann. Ich möchte euch kurz noch ein fertiges Brett zeigen von meinem letzten Spiel. Da habe ich gegen meine Frau gewonnen. Sind vielleicht ein paar Mark auch verrutscht. Und natürlich können Fehler passieren oder Sachen, die man nicht sieht, ganz klar. Aber an diesem Beispiel, wenn ich nichts übersehen habe, habe ich um 2 Punkte gewonnen. Ja, da wäre viel mehr drin gewesen, habe aber sehr viele Fehler während des Bauens gemacht. Das waren hier 50 Punkte, summa summarum. Wenn ich da nichts falsch gemacht habe oder übersehen habe. Trotzdem mega cool dieses Spiel. Und ja, das, was auch sehr schön ist, ist irgendwie das Zocken. Ich hatte hier das Problem mit diesem blauen Blättchen hier, brauchte für die Farbwertung für dieses Blättchen unbedingt eine blaue. Meine Frau hat es mir immer weggenommen. Aber dann fragt man sich, es wird immer enger, enger und du musst immer ein Blättchen platzieren, ja, und langsam füllt sich das Brett und du kannst irgendwie nicht mehr länger zocken und musst es dann trotzdem befüllen. Und das ist so spannend, wie lange zögere ich das hinaus? Wie lange will ich meinen Plan durchsetzen? Kann ich derweil etwas anderes machen? Und du bist immer so am Überlegen, ja, ich puzzle hier, kann ich die Katze auch bedienen, ja, und zusätzlich noch die Farben abgreifen. Mega toll gemacht. Natürlich haben wir auch einen schönen Wertungsblock. Ihr rechnet als erster eure Felder hier aus, eure Bonusfelder, dann zählt ihr die Katzenblättchen zusammen, wie viele Punkte bekommt ihr davon, dann zählt ihr die Knöpfe zusammen und das Endergebnis, ja, seht ihr dann, wer das Spiel gewonnen hat. Und das ist natürlich echt genial gemacht. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich finde, Cosmos hat hier wirklich ein gutes Händchen bewiesen, hat sich da ein tolles, tolles Spiel gesichert und natürlich ist es sehr abstrakt. Das mit den Decken ist ganz schön gemacht, aber meine Frau hat auch gesagt, man muss natürlich irgendein Thema draufhauen und das wurde hier wirklich sehr gut gewählt. Es ist sehr chillig, sehr angenehm zu spielen. Wirklich tolles Spiel, kann ich wärmstens empfehlen. Viel Spaß damit, wenn ihr es euch kauft. Jetzt ist es ja dann leichter verfügbar. Und ja, das war's mit der Spielerklärung von Kaliso und ich hoffe, wir sehen uns am Fazit wieder. Bis dann. Ciao.